Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen. Ja, weiter geht die Arbeit und erstmal muss Gülle und Mist in die BGH noch reinbefördert werden. Wir machen mal zuerst den Mist. Ne, das muss auch noch rein und dann können wir weiterhin auch der Gülle noch weiterhin sammeln. Ne? Bunker klein kann ich bald deaktivieren, das ist ja Grasglage alle. Ich werde jetzt keine extra hinfahren, weil ich habe auch kein Fahrzeug dafür. Ne? Und wenn ich später näher genügend Silage habe, kann ich natürlich auch da bedienen. Ne? Also aktuell bin ich froh, wenn ich die Beine bedient bekomme. Also mein Bunker hier, dass es immer gut durchläuft. Dann mal schauen, dass wir gleich mal die Milch verteilen, ne, in der Molkerei, dass die arbeiten kann. Denn Gülle-Lager ist nämlich aus leer, ne? Also Gülle, wenn man Tiergülle ist alle, das können wir jetzt alles schön auch machen. Ja, ich würde mal schon Sonntag, ne? Ist schon soweit, ne? Ja. Kam mal die Frage, wieso machst du keine Kurzvideos mehr? Highlights. Ja, was ändert sich da groß? Ne? Also normalerweise fahre ich Traktor oder andere Geräte halt und das wiederholt sich dann jedes Mal. Zum anderen, ich meine, es ist schon schön, dass viele Abonnenten dazugekommen sind. Alle sind willkommen. Was aber nicht geklappt hat in dem Sinne, das war auch der Durchschnitt des Zuschauerprinzip. Ihr müsst euch so vorstellen, aktuell habe ich so um die Abonnenten schauen rein etwa zu 25%, also regelmäßig, ne? Ich glaube Statistik. Mein, das ist ja halt so, ne? Also ist ja auch nicht weiter tragisch. Nur bei Kurzvideos war es zum Schluss bei 2% und es geht ja um den Algorithmus letztendlich. Und mein Schwerpunkt sind die Videos, die ich aktuell mache und das ist genau. Und zweitens, für wichtiger ist normalerweise sogar, einer hat sich gerade praktisch, beschwert, er kriegt da irgendwelche, was ich mal beschrieben hat. Jedenfalls, das Zusammenschneiden mache ja nicht ich, das macht ja praktisch mein Bearbeitungsprogramm. Und das kann ganz schön abgehakt sein. Also, wenn ich die ersten 40 Sekunden als Video machen würde in reiner Stückform, ja, das kann man machen, ne? Aber wie gesagt, hat wir immer das gleiche, ne? Mehr oder weniger. Wenn ich jetzt 2-3 Tage jetzt Ballen sammeln tue, ja, immer 3 Ballen, also 3 Videos prinzipiell Ballen sammeln rein, ist ja auch nichts, ne? Deswegen macht das Kurzvideo im Prinzip keinen Sinn. Also Wiederholung in dem Sinne. Ja, ein Kurzvideo ist ja eh nur kurz gedacht, ne? Und da sind andere Profis bei, die haben viel höhere Klickzahlen als ich. Ich meine, klar, das ist schön, wenn man so 300 Stück auskriegt oder 1000. Immer schön. Oh, Abonnentenzahlen sind da stark angestiegen. Auch super, ne? Alles gut. Nur der Inhalt ist immer letztendlich der gleiche und das ist irgendwann nachher. Ja. Klar, dann gucken die Masse auch nicht mehr rein und dann du wirst ja da nicht auch nicht vorgeschlagen, das ist ja halt so, ne? Der Algorithmus ist da ja brutal, nichts vor. Und mein Hauptschwerpunkt sind halt Videos. Im Grunde eine Spielgeschichte zeigen. Im Grunde zeigt mein Spiel, ne? Und darum geht es ja eigentlich.
Müsste eigentlich das automatisch machen lassen. Aber das ist noch nicht genug. So, Düngerfahrzeug ist fertig. Da muss ich mal schauen, ob noch eine Düngemission gibt. Gleich im Anschluss. Weiß gar nicht, jetzt Vermeter, klar, ist jetzt. Runde fehlt ja die Maisilage, damit ein bisschen mehr Power geht, ne? Aber später wird die ganze Silage fehlen, das ist halt so. Das wird so. Nicht funktionieren. Für alles drei Sachen zusammen haben. Gras und Mais wird sicherlich genug sein. Mal gucken. Wenn wir hier Feld 3 kaufen. Übrigens Beiß. Also gibt keine Mission. Fliege. Die jetzt her. Also 3. Das wäre eine Fläche von 3. Jedenfalls wäre das recht groß, ne? Und 1 Million würde es kosten. Wenn dann meist der Reif ist, im Prinzip im August oder so, ne? Nicht Quatsch, Oktober, November in den Dreh. Wann meist ne, geerntet wird, ne? Mais. Also, okay. Mit Oktober bis November den Dreh. Also eher Oktober, dass wir da genügend Zeit haben, das entsprechend reinzufahren. Bei Terra Life ist es ja so, dass nachher es natürlich zwei Maissorten geben wird. Ne? Einmal für Silieren und einmal für Körnermais. Jede Frucht hat ja praktisch ja, Vorzüge, wo so eine hin zur Zucht, ne? Also so Vorteile bei Silage zum Beispiel mehr Masse an sich und bei Körnermais halt ja, weniger Grün, dafür mehr Körner, ne? Oder so, ne? Also irgendwie Vorteile. Da gibt es dann auch andere Sachen, die es im Real eben auch gibt, halt verschiedene Sorten, ne? Dass die unterschiedliche längere Zeiten haben zum Reifen. Je weiter nördlich man ist, umso besser ist es, umso vorteilhaft ist es, wenn zum Beispiel der Mais nicht so lange braucht, um ja, um da entsprechend zu reifen. Ne? Ist so. Die Wachstumszeiten sind im Norden kürzer. Irgendwann kommt der Herbst und dann ist irgendwann Schluss mit weiter wachsen. Ne? Ich lebe ja in Österreich und da haben sie relativ viel Mais angebaut. Aber überwiegend zu Körnermais, weil das halt mehr bringt. Ne? So. So, Silage ist drin. Bunker klein können wir deaktivieren. Ich schaue mal durch. Klein, da kommt noch nichts mehr rein. Das erledigt, das können wir noch verteilen lassen. Und Gülle müsste jetzt näher kommen. Also und Mist auch, das kommt zur nächsten Zeit. Das muss hier erstmal Mist da oben. Mist ist voll, ganz Pflanzensilage 30.000. Grassilage 14. Ja, also, wenn das noch kommt, müssen wir schauen. So, das wäre auch noch eine Option mit Zuckerrüben, ne? Mal schauen, wie das Geld reicht. Das ist immer ein entscheidender Punkt, ne? Ich möchte ja erstmal komplett die BGH optimieren, ne, dass alles gut läuft. Dann können wir neben, ja, nachdenken mit ja, Mühle und so, ne? Mühle, Bäcker und all das.
So. So, den letzten Ball einsammeln. Den letzten Ball, ein paar sind noch, ne? Also ein, zwei Runden garantiert noch. Der Tank ist gut gefüllt. Alte Schwäche. Wurde verkehrt gefahren. Na egal. Wollte oben lang fahren, durch die Stadt. Um dann besser rechts rumfahren zu können. Jetzt fällt mir es ein. Ich wollte Mokerei bedienen. So. Die kommen ja später zum Verkauf. Schlachter haben wir, glaube ich, nicht. ist auch mal nicht so wichtig, wenn Schlachter geben würde. Und die Produktion auch noch leisten könnten, wäre das vielleicht eine Option. Ansonsten erstmal zum Verkauf. Ne? Brauchen einen freien Traktor, nehmen wir einen Deutz, nehmen wir gerade so. Im Winter werde ich ein bisschen sortieren, also hier ein bisschen aufräumen. Da will ich ein bisschen System reinkriegen. Eine Halle wahrscheinlich wegnehmen. Dafür Durchgangshalle. Das Silo. Ja, mal sehen. Länger Sicht ist halt ungünstig. Das ist da vorne. 18.000 müssten wir zwei Anhänger komplett reinbekommen. Da müsste aber drin sein normalerweise. um die 7.000 was, glaube ich. 2.000, immerhin. Ich wollte nie wegen dem bisschen Milch das Prinzip den Rückerei in Betrieb nehmen. Aber jetzt haben wir den guten Grund dazu. Auch die Milch ist ja auch am Ende, ne? Naja, ist auch egal. Ist im Grunde besser, weil dann kommt besser. Ja, das lohnt sich nicht. Automatisch hat es. Weg. Müssen wir zwei Fuhren reinfahren. Eine Molkerei müsste halt gehen. Hier habe ich mal gucken, ob wir eine Straße bauen könnten. Und dann geht das hier die Milch rein oder vorne. Ich glaube vorne, hier geht nicht rein. Ah. Müsste überlegen, ob wir noch eine dritte Molkerei bauen wie Schokolade, ne? Wo wir Zucker haben. Ah, Zucker, siehst du? Aber wenn wir mal Zucker ernten, ne? Da würde ich eine Molkerei am besten. Naja, gut, da können wir ruhig beides machen normalerweise. Damit. Die Molkerei. Ich würde ruhig beides mit Butter und Käse aktivieren. Und da aktivieren wir es auch. Wir werden noch mehr Milch bekommen. Dann können wir theoretisch noch mehr Milch reinfahren. Ne? Ich weiß ja nicht, wie lange die Milch mal sehen, pro Tag verarbeiten können. Pro Monat Prinzip, aber pro Tag erstmal. Ne? Wichtig, wenn man im Prinzip die Molkerei immer in Betrieb kam, dass wir jetzt auch Käse und Butter verkaufen können. Ich weiß gar nicht, wo das Lager ist, wo wir alles haben. Wo steht? Keine Ahnung. Ich habe kein Lager gehabt mit Butter und so Zeug.
So, dann können wir hier stehen lassen. So, jetzt haben die beide mal was zu tun. Butter haben wir schon, ne? Ja. Bisschen. Komm mal so durch, ne? Ja, so ist das ganz schön. Arbeit, ne? Aber erstmal läuft und läuft das, ne? Aber anfangs ein bisschen oder schon kommen zu überlegen, ob man nachher optimiert kriegen, ne? Also vielleicht, dass man weiß ich genau, ob das funktionieren würde mit Cosplay oder Autoreif mit dem Bunker bedienen, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Bisher hat nicht geklappt. Und jetzt haben wir ja August, 2 Tage noch, dann haben wir die Wiesen, die eigenen Wiesen, also die Wiesen, die auf dem Feld sind, die wir separat angesät haben. So, und dann ist die Überlegung wert, machen wir da was rein, was wir nächstes Jahr dann als Getreidesparte in Silo fahren können, ne? Die Option besteht ja jetzt. Wir müssen irgendwas machen der Beziehung. Also da auch ein bisschen verstärkt die BGA bedienen können. Denn die BGA ist ja unsere Haupteinnahmequelle, ne? Jeden Tag. Unverkauf. Oder sind mindestens noch 2 Fuhren. Also, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass praktisch die Wiese gehen Monat eine Stufe wächst. Also ist hier jetzt auch schon, glaube ich, erdreif, wenn mich alles täuscht, aber das wäre ja nichts an von der Menge her, ne? Und möchte aber jetzt das voll ausreizen, um es entsprechend zu optimieren, dass wir halt mit einem Arbeitsgang möglichst viel Ertrag bekommen. Sonst könnten wir ja theoretisch im Jahr 12 Mal mähen, und das wäre ja im Grunde mit 3 Mal mähen oder 4 Mal mähen im Extremfall auch dann möglich, die Menge reinzubekommen. Ne? Man muss ja auch sehen, was zu schaffen ist und was wir nicht schaffen können. Ne? Also optimal wäre es normalerweise, wenn man praktisch etappenweise das machen kann. Und dass sie die Arbeit so übers Jahr verteilt, ne? Weiß ich, im April die erste Wiese 100% und dann nachher im Mai, im Juni auch noch Mai für noch eine Wiese und dann nachher kommen ja die Druscharbeiten, ne? Hafer, Weizen. Keine Ahnung, irgendwo wird schon sein. Die Wiesen werden ja theoretisch jetzt, wenn rechnerisch, im Oktober wieder voll. Oktober oder November in den Dreh. Also,
September nicht, da sind die anderen Wiesen dran. Daher schon mal ganz gut. Und da will ich aber nach dem Mahd-Prinzip, wo alles eingesammelt ist, die Aussaat vornehmen für... Ja. Irgendeine Weizen oder was können wir da annehmen? Also sie können praktisch Weizen bis Oktober. Im September-Prinzip Gras ernten. Und dann können wir Weizen auch sehen. Also Winterweizen, ne? Also im Frühling wird es auch gehen. Zur Not. Und Hafer geht nur, wenn im Oktober oder im Frühling. Und dann wieder der Reifegrad, je nachdem, wann er anfängt. Und wenn du hier aussiehst, ist es da. Ein Touch gesehen. Realleben sind anders. Also keiner drischt im, im September irgendwie Weizen oder Gerste. Dann ist alles durch. Ich sag mal so pauschal. Ja. Bei uns sagt man so schön, wenn wir uns zu Hause, wenn es im August noch Stroh riecht, dann ist der Herbst da. Weil dann kommt nur der Raps zum Fluss. Also die Rapsdrosch, ne? Und dann ist hier Weizen und Gerste erledigt. Ich weiß nicht, was zum Fluss kommt. Ich glaube zuerst die Gerste. Wie sagt Bauer Hannes, alle die mit die beginnen, also mit weiblich, sind empfindlicher. Er wird das schon wissen, ne? Und eine Hülsenfrucht an eine Hülsen, eine Hülsenfrucht wie Raps ist ja durch die Schote geschützt. Der verträgt eher nochmal einen Regenschauer als Weizen oder Gerste, weil da, ja, wenn man so anguckt, zu Anfang ist er ja goldgelb und wenn er hier öfter da praktisch Regen drüber geht, wäscht er aus und dann wird er irgendwie grau. Und dann ist er, weiß ich nicht mehr, als Brotgetreide, keine Ahnung, nicht mehr geeignet. Also nicht mehr so schön. Deswegen ist da besser, man hat für Brotgetreide halt eine hohe Qualität, ne? Für Futtergetreide ist das nicht ganz so dramatisch. Aber halt für Brotgetreide halt einen höheren Verkaufswert, würde ich meinen. Der darf auch mehr Aufwand, ne? Also Brotgetreide muss da entsprechend auch gedüngt sein, ne? Damit er auch entsprechend die entsprechenden Werte bekommt, die man braucht, um ja die Eigenschaften zum Brotbacken halt bekommt, ne? Die so ein Mehl dann haben muss. Wenn er nur für Flanbrot geeignet ist, dann kann man daraus bestens Futtergetreide machen. Und Mehl muss ja auch als im Brot oder auch Kuchen entsprechend gewisse Klebereigenschaften haben, nicht sonst. Und jetzt ist aktuell das Gute, dann melde ich jetzt wieder Regen an, ne? Auch im Norden. Je besser die Ernte, umso besser ist der Preis. Der uns Verbraucher ein bisschen billiger. Und wir können da entsprechend. Ja. Naja, billiger wird selten, aber. Oft brauchen die eine Ausrede. Meinetwegen, und ich bin ja die Bauern, aber also die Händler und so. Dann heißt, oh, die Ertrag war schlecht. Dass sie dann höhere Preise verlangen können. Wollen. Keine Ahnung. Und ja, ich sag mal, irgendwo auf der Welt ist immer eine schlechte Ernte. Und da wird ja nur eine Frage der Transportkosten, ne?
Denn wenn man aus Australien Weizen herfahren würde, wäre es, glaube ich, der Transport teurer als das Getreide an sich. Oder von den USA oder Kanada. Die haben auch so eine große Flächen. Und hier fährt sich besser. Hier rechts rum. Mann, die Zeit vergeht ganz schön, ne? Ja, morgen ist bei mir Freitag. Dann ist Wochenende. Mal sehen, Samstag Geburtstag. Ja, da muss man schon hinfahren, ne? Dann muss ich halt in der Woche ein bisschen mehr aufnehmen. Weil Montag habe ich Frühschicht. Da will ich abends nicht so lange machen. Obwohl das eigentlich dann auch schon egal ist. Und wenn ich immer müde ist, kann man schläft gleich ein, das ist gut. Wenn es nicht klappt, ja, dann ist halt die oder das Montagabend aber auch blöd. Wenn man nur 2 Stunden schläft oder noch weniger, dann ist das schon manchmal sehr hart, wenn man abends nach Hause kommt. Oh, jetzt muss da aber ja aufstehen. Aber mit Gärreste düngt man allgemein ein bisschen mehr und das ist vielleicht ein Vorteil. Der Bunkermittel geht schon wieder zur Neige. Da haben wir gestern Abend aufgefüllt. Bunker groß ist auch krass wie lange geht zur Neige. Das sind 4 Tage. Brauchst du praktisch jemanden, der das immer bedient. bei 5 Geschwindigkeit, ne? Da ist ja. Nicht der Grund, aber das ist, macht es dann halt schneller. Aber wir müssen mit 5 spielen, damit wir vorwärts kommen, ne? Außer wir haben euch nicht viel Arbeit, dann geht es auch am Tage mit 1 zur Not, ne? Oder man sieht am letzten Tag, wir wollen aber schaffen. Wir haben nicht alles geschafft, aber dann machen wir halt umstellen auf 1. So, Wachstum und so brauche ich im Prinzip immer einen Tag. Einen Monat, ne? Für Gras jedenfalls. So. Im Grunde ist ja sogar besser, wie dass wir gleich praktisch, wenn es auf der Wiese saliert, kann man im Prinzip gleich ins Lager fahren, ne? Vorteile. Licht an. Brauchen wir es nicht. Das Gute ist, wir kriegen jetzt alles mit. Dann kann ich morgen entsprechend anfangen mit Gärs ausbringen. Also heute im Prinzip. Also morgen Montag. Der Gülle haben wir nicht so viel, ne? Das ist hier jetzt noch. Das ist. Den können wir jetzt aber auch theoretisch zum hinschicken, ne? Dann haben wir ein bisschen weniger Fahrerei, ne? Ja, liebe Zuschauer, das soll schon für heute gewesen sein. Ich sage euch einen schönen Dank fürs fleißige Reinschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Sonntag und einen schönen Wochenstart für morgen.
Tja, morgen geht es hier weiter mit Gärreste und dann haben wir mit Düngen alles fertig. Also morgen in-game und heute halt, ne? Jetzt gehen wir runter, da wir da nichts zu sehr voranarbeiten. So. Normalerweise fährt er ganz gut alleine. Und hier muss ich jetzt hier die Gärreste ausbringen. Bis morgen. Und hier ist das Prinzip Fruchtfolge perfekt. Und hier würden wir Ertrag aktuell 90%. Mal gucken, das funktioniert. Dann haben wir auch Zeit zum Bedienen der Herde. Die Felder sind ein bisschen, das wird schwierig. Aber ich fahre mal ein Stückchen. Passt so nicht ganz. Kein Kurs. Vorgewende. Die erste Runde kann er ja fahren und den Rest kann man mittendrin immer nacharbeiten. Das müsste ja ganz gut funktionieren. Man fährt ja so rum oder zwei Vorgewende. Wollen wir das mal so? Ah, macht er nicht. Ne? Mal ganz kurz gucken, kann ich mal gleich schön sagen. Geht nämlich darum, hier vorne meldet er praktisch Vergleichswert 91% und 18 Tonnen pro Hektar erwartet der Tag. Wir haben Stickstoff noch Bedarf und bei Kalk könnte man ein bisschen, aber das jedes Mal Kalk fahren ist ja auch Schluss. So. Und hier wäre das jetzt. Ja, ich würde meinen, die Tonnen locker mehr, ne? Und wir haben jetzt 70. Macht er jetzt besser. Uns hat er so viel gemacht. Ja, gut. Knapp 100%, ne? Nicht ganz. Aber immerhin, ne? Ich sag mal schon Tschüss, ciao. Und noch, ja, bis morgen. Tschüss.